Berlin Zoologischer Garten. Während der Modernisierung und Elektrifizierung der Berliner Stadtbahn Endpunkt für den Fern- und Regionalverkehr. Im Sandwich fahren zwei 202 einen Doppelstockwagenzug ab Berlin im Regionalverkehr. Ein ungewöhnliches Bild. Sind doch beide Maschinen wendezugfähig? Die ersten V100 hatten einen Motor vom VEB Motorenwerk Johannisthal. Über den hochliegenden Mittelführerstand kann vorwärts wie rückwärts gefahren werden. In den Vorbauten sind der Dieselmotor, die Kühlanlage, der Heizkessel, die Luftbehälter und die Batterien untergebracht. Unter dem Führerstand liegt das Wandler-Strömungsgetriebe. Die Achsgetriebe in den Regelstellen werden durch zwei Gelenkwellen mit Kraft versorgt. Ursprünglich beträgt die Höchstgeschwindigkeit 100 km/h, wird aber in den späten 90er Jahren wegen Mängel auf Tempo 80 reduziert. Ortswechsel nach Thüringen zur Elstertalbahn. Ausfahrt in Wünschendorf. Eine typische Fore, so wie sie in der ersten Hälfte der 90er Jahre noch üblich ist. Doch zu diesem Zeitpunkt ist der Stern der DRV100 bereits am Sinken. Die Verkehre gehen zurück. Baureihen, die woanders frei werden, drängen in die angestammten Reviere. Doch noch ist die Welt auf der Elstertalbahn in Ordnung. Bilder aus einer heilen V100-Welt. Entlang der Elster schlängelt sich die Strecke von Gera aus über Greiz bis nach Adorf. Reisen im Zuckeltempo. Hier ist der Weg das Ziel. Greiz ist erreicht. Im besten Licht zeigt sich die thüringische Kleinstadt. In den Bahnhof rollt der Gegenzug nach Gera. Es gibt sogar Reisende. Mitte der 90er Jahre gibt es hier auch noch einen kleinen Güterverkehr. Mit einem Nahgüterzug macht sich 202-527 auf den Weg nach Gera.
Die V100 als Universallokomotive. Nicht umsonst wird sie von den Personalen als Mädchen für alles bezeichnet.